Sie ist die erste weltweit, die es auf das Podium geschafft hat in der Formel 4 und das Ganze zweimal. Sie ist in der Formel 3 gelandet und bei ihrem Crash in Macau im November 2018 hat die Sportwelt den Atem angehalten. Sie ist heute hier eine Kämpferin. Herzlich willkommen, Sophia Flörsch. She's got style, she's got grace, she's a winner. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about the little lady. And the lady is mine. Sophia, schön, dass du bei uns bist an diesem Abend. Wir freuen uns ganz besonders. Du bist ja aktuell in der Formel 3 unterwegs. Ja, du fährst ja gegen die großen Namen Schumacher, David Schumacher zum Beispiel, Enzo Fittipaldi. Wie wir dich kennen, hast du die Jungs aber gut im Griff, oder? Ja, schon. Ja, ich fahre gegen Schumacher. Gestern ging es schon für mich drei Schumacher. Im letzten Jahr ging mitgefahren. Aber das ist mir relativ egal, eigentlich, wer da im Auto sitzt. Aber es sind hauptsächlich Jungs, ja. Das wäre genau die Frage gewesen. Ist es denn was Besonderes, dass da Mädchen mitfahren? Ihr seid ja, glaube ich, 2 von 11 Jungs. Oder mittlerweile normal geworden? Naja, also für mich ist es normal. Es ist für mich jeder ein Fahrer, egal ob jetzt ein Mann oder eine Frau im Auto sitzt. Und ich glaube auch für die anderen Fahrer ist das relativ egal. Vielleicht hat jeder dann, oder manche Junge dann mehr Motivation, ein Mädchen zu überholen. Aber an sich ist das eigentlich, ja, jeder ist ein normaler Fahrer und kämpft, um zu gewinnen. Kommt der eine oder andere damit nicht klar, dass er von einem Mädchen überholt wird? Das müsste man dann eher die Jungs fragen. Aber Mach doch gleich mal, Stefan. Hättest du da ein Problem? Ja. Ach, oh Mensch. Ich weiß es nicht, wieso. Das ist der innere Ehrgeiz. Also wenn ich ehrlich bin. Heißt in anderen Worten, wärst du dann auch noch mal extrem motiviert, wenn jetzt jemand wie Sophia mit dir da das Rennen bestreiten würde? Ja, das denke ich schon. Ich bin in meinem ersten Jahr im Rennsport, das war ein Cup und da sind auch zwei Mädchen dabei gewesen. Und ja, es war schon so, dass man irgendwie versucht hat, natürlich vor denen zu sein, aber das kommt ja dann irgendwann später sowieso, weil irgendwann willst du gewinnen und dann ist es egal, ob Mann oder Frau, du musst einfach vor dem Zweitplatzierten ins Ziel kommen oder versuchen, den zu überholen. Ja, und was sagst du zu seiner doch ehrlichen Antwort? Ja, ich glaube, ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Also zu mir kam lustigerweise im Kartsport auch mal ein Konkurrent oder ein anderer Fahrer zu mir und meinte eigentlich, ob ich weiß, wie schlimm es ist, von einem Mädchen überholt zu werden. Und ich dann so, nee, keine Ahnung. Also für mich ist es ja normal. Ist mir egal. Ja, ist mir komplett wurscht. Und ja, ich glaube, wahrscheinlich hat dann jeder Typ noch ein bisschen mehr Ehrgeiz, eben dich zu überholen. Aber glaubst du, dass du auch vielleicht ein bisschen mehr unterschätzt wirst dann von dem einen oder anderen? Zu Beginn ja. Also wenn man zum Beispiel neu in eine Rennserie einsteigt oder sich die Fahrer eben noch nicht kennen. Aber sobald du dir mal Respekt erfahren hast, respektieren sie sich eigentlich genauso. Also bei mir ist es jetzt in der Formel 3 so, die kennen mich alle. Wir kennen uns eigentlich schon über Jahre hinweg, weil man sich aus dem Kartsport kennt und alles. Und alle respektieren mich. Diejenigen, die mich da nicht kennen, ja, respektieren mich dann nach dem ersten freien Training. So schnell geht es. Sehr schön. In der MotoGP, eben wie gerade schon gesagt, gibt es noch keine Frau, aber es gibt eine gewisse Dame namens Anna Carrasco, die in der Supersport-Klasse 300 Weltmeisterin wurde. Stefan, was kannst du zu ihr sagen? Was zeichnet die Spanierin aus? Ja, sie ist auch schon durch Höhen und Tiefen gegangen. Also die hat in der neu gegründeten Supersport 300-Klasse natürlich dann super durchgestartet. Hat sich auch in der Moto3, in dem Grand Prix-Sport auch schon versucht, hat da durchaus Achtungserfolge gehabt. Hat sich super weiterentwickelt ja, ist verdient da Weltmeisterin geworden. Und es war, ist glaube ich schon eine Premiere im Straßenrennsport, soweit ich mich erinnern kann. Das erste Weltmeisterin. Weltmeisterin, ja. Also es ist schon eine besondere Leistung. Und ich glaube, dass die auch die einzige war im Fahrerfeld. Und ich glaube, dass es generell im Motorsport einfach so ist, dass das eine Männerdomäne ist oder war und aus der Vergangenheit immer so gewesen ist und vereinzelt mal Frauen sich probiert haben. Und deshalb ist es vielleicht für Männer so ein bisschen schwierig, das dann zu akzeptieren, wenn eine Frau schneller ist. Ist ja, du hast mich anfangs gefragt, ob es im Straßenverkehr, wenn eine Frau einen überholt, ich weiß nicht, als Mann ist das schon ein bisschen komisch. Aber wir können es genauso gut. Ja, also ja, natürlich. Blicke fliegen da schon mal. Also das ist, glaube ich. Ich glaube, da ist kein großer Unterschied. Also das ist schon so, dass die Frauen das genauso handhaben können. Es geht um Einschätzung, es geht um Fahrgefühl. Also ich sehe da keine Nachteile.
Wird die Anna Carrasco den Sprung in die MotoGP schaffen, weil sie selber meinte, in 4 bis 5 Jahren möchte sie das? Das ist noch viel Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass es sicher vielleicht gelingen wird, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu weit weg. Sie muss jetzt von den Voraussetzungen? Ja, sie hat gute Voraussetzungen, muss natürlich auch körperlich passen, man darf nicht allzu groß sein. Das ist im Motorsport generell ein bisschen so ein Hindernis, aber ich glaube, die Voraussetzungen sind da und ich glaube, sie von der Statur her müssen Frauen vielleicht ein bisschen mehr körperlich arbeiten durch die Gene. Und, aber wenn das ihr Ehrgeiz ist, ich glaube, da sind Möglichkeiten da. Wir sind sehr gespannt auf alle Fälle und freuen uns drauf, wenn es dann irgendwann so sein sollte. Stefan, danke dir für den Moment, danke dir für den Besuch und wir freuen uns sehr auf deinen Einsatz demnächst bei Servus TV und hoffentlich auch bald wieder als Fahrer. Und Sophia, wir unterhalten uns gleich noch über viele andere Dinge. Jetzt schauen wir aber erstmal auf die große Karriere. Als sie das erste Mal im Kart saß, da war Sophia Flörsch 4 Jahre alt. Ja? Sie wünscht sich, den Sprung in die Formel 1 zu schaffen. Sie hat große Pläne, aber eben auch einen sehr schlimmen Unfall hinter sich. Und ihre Karrierestationen gibt es jetzt zusammengefasst von Niki Strecher. Der Weg in die Formel 1 ist lang. Der Traum davon, der ist bei Sophia Flörsch sehr real. Schon seit Beginn ihrer Karriere, die, wie bei fast allen Formel-1-Champs, im Kart startet. Reihenweise lässt sie die männliche Konkurrenz an der Strecke links liegen. Mit 14 Jahren schreibt sie sich in der britischen Sportwagen-Juniorenmeisterschaft in die Geschichtsbücher ein. Sophia gewinnt beide Rennen auf dem Thruxton Circuit und versetzt die männliche Expertenwelt in Staunen. Sophia 2016 dann der Wechsel in die deutsche Formel 4 Meisterschaft. Dort wird sie die erste Frau, die Punkte erzielt. Die erste Frau, die aus der ersten Reihe startet. Die erste Frau mit einer Führungsrunde und natürlich einem Podiumsplatz. Während der Traum von der Formel 1 immer klarere Züge annimmt, hat sie auch mit Hürden und Vorurteilen zu kämpfen. Das alles ist aber nichts im Vergleich, was Sophia am 18. November 2018 bevorsteht. Grand Prix in Macau. Kollision bei knapp 280 km/h und Abflug durch den Zaun in ein Podest. Diagnose: Wirbelsäulenfraktur, aber zum Glück keine Lähmungserscheinungen. Der erste große Rückschlag in Sophias Karriere. Was für viele ein Karriereende bedeuten würde, ist für Sophia aber nur ein schmerzhafter Umweg auf ihrem wahrscheinlich noch langen und schon jetzt sehr eindrucksvollen Werdegang. Der Traum von der Formel 1, der besteht weiter und wird vielleicht irgendwann Realität. Sophia, ich bin ganz ehrlich, mir verschlägt nach wie vor die Sprache bei diesen Bildern und das Beste daran ist eigentlich, dass du ja gesund und munter und fröhlich heute da sitzt. Wie geht's denn dir, wenn du die Bilder siehst? Ich habe das Video jetzt schon so oft gesehen. Für mich ist es eigentlich so Normalität, das jetzt anzuschauen. Ich meine, es ist immer wieder ein Schock. Das Video ist super schlimm. Der Unfall war super schlimm, aber ja, ich sitze hier, kann wieder alles machen. Seit mehreren Monaten bin schon wieder 2 Veranstaltungen gefahren und deswegen ist alles okay. Und stimmt es, dass du da die ganze Zeit auch bei Bewusstsein warst? Also du hast diesen Flug und die Landung mitbekommen? Ja, also ich war immer bei Bewusstsein. Ich weiß noch alles und ich glaube, das ist auch sehr positiv, weil ich einfach das im Auto ganz anders mitbekommen habe. Im Auto ist das nicht so schnell, nicht so schlimm. Man erlebt es alles viel schneller. Und wenn ich, glaube ich, nur das Video gesehen hätte im Nachhinein und nicht mehr wüsste, wie es sich angefühlt hat, dann wäre es, glaube ich, schlimmer für mich. Also ich bin happy, dass ich noch alles weiß. Du hast dir 2 Wirbel gebrochen, Hals- und Brustwirbel, lange OP, also das ist alles schlimm genug. Aber du hattest das Gefühl, dass es nie wirklich knapp war. Warum? Ja, ich hatte einen Halswirbel und einen Brustwirbel gebrochen und hatte dann eben am Tag danach eine 11-stündige OP vor mir. Ich hatte aber nie dieses Gefühl von Knappheit. Also mir war nie bewusst, wie schlimm die Verletzung eigentlich war. Unterm Strich hatte ich, das Rückenmark war schon zu 50% gequetscht und das war alles wirklich kurz vor knapp. Aber ja, die Ärzte haben mir das nicht, also vor der OP nicht gesagt,
das alles sehr knapp ist. Mein Papa oder meine Familie hat das von mir ferngehalten. Und ich habe das erst im Nachhinein erfahren, als eigentlich die OP schon sehr gut verlaufen ist, dass ich sehr viel Glück hatte. Und ja, ich bin sehr happy darüber. Und ja. Ja, ich finde es erstaunlich, weil du das jetzt sehr souverän wiedergibst und auch erzählen kannst. Das wirkt für mich auch so, dass du das schon ganz gut verarbeitet hast, alles im Kopf. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Ende Januar, ab da durfte ich wieder alles machen. Saß Anfang März wieder das erste Mal im Auto, was der schönste Moment in meinem ganzen Leben war bis jetzt. Ich habe einen riesen Grinsen im Gesicht gehabt und hatte überall Gänsehaut, weil es wirklich, ja, das ist, was ich für immer machen will. Und ja, ich glaube, weil ich so oft darüber geredet habe, habe ich es relativ schnell verarbeitet. Und weil es einfach für mich nicht so schlimm war, ich die Schuld nicht daran hatte und kein anderer sehr schlimm verletzt wurde, konnte ich damit relativ schnell abschließen. Wann wusstest du, dass du sofort wieder weiterfahren möchtest? Von Anfang an. Also mir war immer klar. Es gab nie einen Zweifel? Nee, nicht einmal. Also ich habe wirklich keinen Gedanken daran verschwendet, aufzuhören. Das ist mein Leben, seitdem ich 4 bin. Ich kenne nichts anderes außer jetzt Schule oder das habe ich fertig gemacht vor einem Jahr und Motorsport. Und das ist mein Leben. Ich lebe nur für den Sport. Ich genieße jeden Meter in diesem Auto oder im Auto und will das für immer weitermachen, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Aber es gibt ja auch noch Eltern. Dein Papa ist heute auch da und der war auch im Unfall vor Ort, hat dich natürlich da auch betreut und war stets an deiner Seite. Was haben die dir denn geraten, deine Eltern? Ja, also ich glaube, für meine Familie und für meine Verwandten war das natürlich ja nicht so schön und waren nicht so schöne Tage, weil das Video ja sehr schlimm aussah und viele halt erst ja das Video gesehen haben und dann wussten, wie es mir geht. Aber unterm Strich, alle Leute, die mich gut kennen und die mich über mehrere Jahre kennen, wissen, dass ich mich von sowas nicht unterkriegen lasse. Ich bin ein sehr positiver Mensch und versuche immer aus allem das Beste zu ziehen und positiv zu denken. Und ich glaube, ja, und jeder hat mir eigentlich, auch jedem war klar, dass ich weitermachen werde. Also keiner hat sich überhaupt so, ja, aber bist du dir ganz sicher? Die Frage kam nie. Mhm. Und das, ja. Ja, ich merke schon, Sophia Flörsch redet lieber über die Zukunft, nicht so gerne über die Vergangenheit. Ja, ist ja auch wichtig, dass du eben nicht als das Mädchen mit dem Unfall abgestempelt wirst, sondern als die Rennfahrerin. Dann lass uns doch mal über deine großen Pläne sprechen, über die Formel 1. Ja, es gab bisher 6 Frauen, die es dorthin geschafft haben. Nur eine einzige ist in den Punkterängen gelandet. Vor 44 Jahren war das die Italienerin Lella Lombardi, 1975. Also das klingt schon schwierig. Warum willst du das machen? Wie gesagt, ich habe mit 4 mit dem Kartsport angefangen und für mich war das damals ein Hobby und es ist immer mehr geworden. Ich konnte nie aufhören und ich habe Formel 1 geschaut, schon als ich ganz klein war. Und das ist die Königsklasse des Motorsports. Die Formel 1 ist schon immer mein Traum. Ich habe damals dann Michael Schumacher die Zeiten angeschaut, dann kam Sebastian Vettel, dann war der hier auch zu Besuch. Das habe ich immer alles angeschaut, als ich 10, 11, 12, 13 war und fand das immer mega. Also die Autos, der Sound, die Atmosphäre und ja, einfach alles. Ich liebe den Motorsport und ja, wie gesagt, Formel 1 ist die Königsklasse und um dorthin zu kommen, ist es ein sehr langer Weg. Man muss sehr viel kämpfen, Erfolge feiern natürlich und ja, das ist so mein Ziel. Klar, sowas entsteht ja in der Kindheit, ja, so ein Traum, so ein Berufswunsch. Man braucht aber auch Leute, die das mit einem gemeinsam machen. Also so war es bei mir zum Beispiel im Skisport, das mussten meine Freunde ja auch machen. War das bei dir auch so? Hattest du Mädels? Oder warst du mehr mit Jungs unterwegs in deiner Kindheit und Jugend? Ich muss sagen, ich habe auch jetzt noch mehr Jungs als Freunde als Mädchen. Das hängt, glaube ich, wirklich mit dem Kartsport zusammen. Ich hatte damals, als ich mit dem Kartsport angefangen habe, das Glück, sage ich mal, dass auf der Kartbahn noch ein anderes Mädchen war. Und wir halt dann, sage ich mal, in den Sitzungen immer in die Küche gegangen sind und irgendwie, keine Ahnung, Karotten oder sowas geklaut haben. Und wir halt dann Freundinnen waren. Aber an sich verstehe ich mich mit Jungs einfach besser, weil wir vielleicht auch die gleichen Interessen irgendwo haben. Mit Autos und Benzin und alles. Aber ich bin trotzdem ein ganz normales Mädchen. Klar, aber trotzdem ist es ja oft so, dass man dann vielleicht in der Situation typisch weiblich reagiert und Jungs halt anders. Gibt es da Momente, wo du mal überlegst, boah, jetzt muss ich so ein bisschen meine Emotionen, meine Weiblichkeit zurückstecken oder ausblenden? Gibt es sowas? Im Auto sicherlich nicht. Also wenn man jetzt außenstehende Leute fragt, dann sagen viele vielleicht, dass ich sogar ein bisschen zu aggressiv ab und zu bin. Also ich glaube im Auto sicherlich nicht. Hinter den Kulissen? Hinter den Kulissen, ja. Also ich meine, ich bin ja trotzdem noch ein Mädchen. Aber alles, was irgendwie das Autofahren betrifft, sicherlich nicht. Nee. Wir haben vorhin im Beitrag auch ein Zitat oder mehrere vielmehr gesehen. Vielleicht hier nochmal von Bernie Ecclestone, der vor einiger Zeit gesagt hat, der ehemalige Formel-1-Boss, eine Frau würde die körperlichen Voraussetzungen eben nicht erfüllen und außerdem würde sie nicht ernst genommen. Wie gehst du mit Kritikern um?
Ich sag immer, keiner hat nur Fans. Selbst Lewis Hamilton, der jetzt fünfmaliger Weltmeister ist, hat nicht nur Fans oder viermaliger. Und ich glaube, es ist ganz normal, dass man auch eben Leute hat, die nicht dafür sind, für das, was man macht. Und ich meine, ich wurde früh schon mit konfrontiert, dass Leute gesagt haben, ja, wieso machst du den Sport überhaupt? Du wirst es sowieso nicht schaffen, du bist eine Frau und eine Männerdomäne. Aber sowas kann dann ja auch ansticheln. Und ja, und wenn man klein ist, dann stichelt es, dann ärgert es einen vielleicht auch ein bisschen, aber man versucht daraus dann das Beste zu ziehen. Und ich habe mir halt immer gesagt, okay, dann werde ich sie halt beweisen, dass es eben doch geht und dass ich eben in die Formel 1 komme und da auch Erfolg haben werde. Und das motiviert einen eigentlich viel mehr, noch mehr zu trainieren und es denjenigen dann noch mehr zu beweisen. Und das ist mein Ziel. Heißt, wenn jemand dann dasteht und sagt, Sophia, sehe ich nicht so, kannst du dich auch wirklich drüber aufregen? Ja, na klar, also ich meine, ich stecke das jetzt auch nicht so weg, aber unterm Strich motiviert mich das eigentlich viel mehr. Und es gibt zum Glück viel mehr Personen, die dafür sind und die sagen, ja, geh deinen Weg und denk, glaub dran und leb deinen Traum, als Leute, die das irgendwie nicht befürworten. Und da holst du dir wahrscheinlich auch dein Selbstvertrauen dann heraus. Woher noch? Woher noch? Aus meiner Familie, aus meinen Partnern und ja, die schon jahrelang an mich glauben. Da habe ich dann im Moment HWA und Mercedes hinter mir stehen, die an mich glauben und mir zusammen den Weg gehen wollen. Und ja, die geben mir natürlich Selbstvertrauen und die sagen mir, dass ich es schaffen kann und gehen mit mir oder versuchen mich auszubilden, so gut wie möglich, um eben den Schritt in die Formel 1 zu schaffen. Und da versucht man dann eben als Sportler positive Energie rauszuziehen. Es gab heute auch eine ganz gute Nachricht von Jamie Chadwick, die in der Formel W unterwegs ist und eben jetzt als Entwicklungsfahrerin engagiert wurde von Williams. Wie fandest du diese Meldung? Ich meine, ich kenne die Jamie schon seit mehreren Jahren und ich freue mich für sie. Ich glaube, es ist ein sehr guter Schritt für sie. Was sich daraus dann ergeben wird, wird man sehen. Sie ist eben den Weg gegangen und hat sich für die W Series entschieden, also eben die Frauenserie, die es ja diesem Jahr gibt, dort mitzufahren. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich will ja gegen die Besten aus meinem Sport fahren. Das sind eben im Moment hauptsächlich noch Jungs, weil Männer leider. Aber ja, die wird ihren Weg gehen und vielleicht werden wir uns ja irgendwann wiedersehen. Lass uns das vielleicht mal kurz erklären. Ja, ich habe Formel W gesagt, Formel W, ja. die Serie der Frauen, der Formel 1. Frauen, nur Damen, die da mitfahren, 16 an der Zahl, gibt es jetzt seit kurzem erst in diesem Jahr, Mai. Warum kannst du uns das noch mal ein bisschen genauer erklären, warum du nicht mitmachen möchtest dort? Das ist eigentlich aus einem ganz einfachen Grund. Ich mache den Sport so viele Jahre lang und bin es gewohnt, gegen Männer zu fahren. Und ich liebe es und es ist mein Ding und im Autofahren, aber es ist einfach noch der einzigste oder mit der einzigste Sport, der Motorsport, wo eine Frau gegen einen Mann kämpfen kann oder ein Mann gegen eine Frau und es nicht auf den Körper drauf ankommt, sondern es unterm Strich ist das Auto, das die Leistung erbringt und du musst als Fahrer dieses Auto so gut wie möglich am Limit bewegen können. Und mir macht es mega viel Spaß, gegen Männer zu fahren oder gegen ja, Jungs zu kämpfen. Wenn da mehr Frauen sind, why not, dann super gerne, aber für mich würde es in meinem Karriereverlauf jetzt gerade keinen Sinn machen, ein Jahr zu sagen, nee, ich will jetzt nur gegen Frauen fahren, weil ich irgendwann eh wieder gegen Jungs fahren werden muss, um einfach in die Formel 1 zu kommen. Und das wird auch die Jamie werden. Die wird auch bestimmt nächstes Jahr oder dann in 2 Jahren wieder gegen Jungs fahren. Und ich glaube einfach, dass es im Moment für mich mehr Sinn macht, ja, von den Besten zu lernen, gegen die zu gewinnen, aber auch zu verlieren und nicht gegen ja, 16 oder 15 andere Frauen. Aber was wir nicht vergessen dürfen, das ist leider eben das liebe Geld, denn in der Formel W, da ist das Ganze kostenlos, da müssen die Fahrerinnen nichts zahlen. Bei dir ist es so, als Nachwuchsfahrerin musst du zahlen. Und Toto Wolff meinte ja mal, der Weg vom Kartsport in die Formel 1, der kostet 8 Millionen Euro. Ja. Wie viel musst du denn pro Jahr ungefähr ausgeben? Ja, der Motorsport ist leider sehr teuer. Das ist so ein kleiner Nachteil. Im Moment, in der Serie, in der ich dieses Jahr fahre, kostet eine Saison ca. 700.000, 800.000 Euro. Mit Spesen, also mit Teamspesen, Unfällen, alles Mögliche. Mein Plan ist es ja, nächstes Jahr dann in der internationalen Formel 3 zu fahren, die im Rahmen von der Formel 1 fährt. Und da muss man dann als Fahrer leider schon zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Euro hinlegen. Und die muss man haben. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die ich, aber auch viele andere Frauen, glaube ich, haben, dass wir einfach nicht die gleichen Chancen bekommen wie manch ein Junge. Mhm. Meinst du da einfach die Sponsoren? Ja, genau. Es ist dann vielleicht nicht sofort bei einer Frau Ja sagen, sondern eher bei einem Mann?
Genau, also es ist, uns fällt es einfach schwerer, Sponsoren, Partner oder ja, Investoren zu finden, die einen die gleichen Ressourcen, sage ich mal, ermöglichen, um genauso viel testen gehen zu können. Weil im Motorsport, vor allem im Nachwuchsbereich, sind Kilometer das Entscheidende. Umso mehr du im Auto sitzen kannst, umso mehr du trainieren kannst, umso besser wirst du werden. Weil genauso wie jeder Tennisspieler, umso mehr du trainierst, umso mehr Bälle du übers Netz schlägst, umso besser wirst du. Und das erfordert leider sehr viel Geld. Haben die Sponsoren dann in anderen Worten auch Zweifel, dass eine Frau das irgendwann schaffen könnte? Es gibt, also ich sag mal so, es ist schwerer, glaube ich, als Frau die Sponsoren oder die potenziellen Sponsoren dann zu überzeugen. Also ich habe Glück, dass ich eben jetzt halt schon HWA, Mercedes bzw. Hüskes hinter mir stehen habe, die mir das eben bis jetzt halt hier ermöglicht haben. Aber ich habe halt immer noch nicht das gleiche Budget, sage ich mal, wie viele andere Jungs in meinem Sport. Aber das Glänzen, das ist da und auch die Motivation. Und ich bin mir sicher, dass du deinen Weg gehen wirst da, Sophia Flörsch. Wir drücken dir die Daumen ja, für deinen nächsten Auftritt dann in Budapest im Juli. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und uns das Ganze erzählt hast. Sehr eindrucksvoll. Dankeschön.